So, hallo, wir machen weiter. Bei Cadence of Hyrule. Und das letzte Mal haben wir einiges gemacht. Ich kann es ja mal kurz anhand der Karte zeigen. Ihr seht schon. In den Räumen waren wir gar... Hä? Da war ich nicht. Das ist gerade ausgefüllt, aber da war ich nicht. Gewesen bin ich bis, glaube ich, hier. Vielleicht ist es deswegen ausgefüllt, wegen Gebiet oder so. Aber wir waren bis hier. Wir haben hier die Fee gefunden. Ne, die Fee ist hier. Entschuldigung. Die Fee ist hier. Hier sind die verlorenen Wälder, haben wir schon entdeckt. Bis hier waren wir. Stimmt, da habe ich mich nicht getraut, in die Höhle reinzugehen. Richtig. Und wir haben hier ein bisschen den Strand weiter aufgeräumt. Und wir haben verdammt viele Rubine. Ich muss umliegenden Laden jetzt mal schnell finden. Wo ist jetzt ein Laden hier? Den haben wir schon ausgeräumt. Da wäre wahrscheinlich ein Laden, ne? Gehen wir mal zum Hylia-See. Ah, und wir haben die Dings, die Laute. Die werde ich jetzt auch gleich mal auspacken. Und guck. Ja, gehen wir mal hier hin. Das sollte passen. Ja, let's go. So, und. Hä? Was war denn da gerade? Einzelne Gegner gibt es also auch noch. Okay, interessant. Gut. Und hier hoch sollte es jetzt zum Hylia-See gehen, ne? Hier komme ich, glaube ich, noch nicht weiter. Doch, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Außerdem haben wir den Speer bekommen, nachdem wir gestorben sind. Richtig, das wäre wichtig zu erwähnen. Und der ist so gut. Ich will nie wieder ein Schwert haben. Ich werde nur noch Speere nutzen. Oh, schon wieder so ein Ding. Ah, ist voll gut. Es lohnt sich voll, die Büsche kaputt zu machen. Wenn dabei sowas rauskommt. Voll gut. Das sind Bienen, ne? Die kann man ja, hieß es, in Flaschen. Okay, wenn ich nochmal eine finde, werde ich sie in eine Flasche tun. Das nützt mir später mal was. Also gut. Komm ich denn an den da? Na, machen wir es mal, die Kollegen hier. Muss ich den da irgendwie runterkriegen? Toll. Ich sehe schon was. Mist. Beat wieder ein bisschen verhauen, aber hey. So, räumen wir mal schnell alles ab. Vielleicht sind hier noch mehr so lustige Viecher. Oh, die gehen nicht kaputt, okay. Das geht auch nicht kaputt. Okay. Karte. Ach, ich bin hier jetzt hoch. Hier ist nirgendwo jetzt ein Shop-Dings eingezeichnet. Ich wollte ja hier rüber. Da, ich glaube, das ist ein Shop-Zeichen, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, dann sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall ist da ein Herzteil und... oh, ich komme da... Hä? Das ist oberhalb. Wie komme ich denn da hin? Aua. Moment, kann ich da... Ah. Nice. Container. We got a container. Und an die Truhe komme ich noch nicht ran. Überhaupt den ganzen Raum kann ich noch gar nicht lösen. Oder? Hier runter kann ich nicht springen. Ah, der Hylia. Ach so, deswegen ist das ganze Hylia-Ding, weil das ist einfach ein riesiger Raum. Einfach ein ganz großer Raum, das Hylia-Ding.
Okay. Weißt du, ob man im Hydersee wieder surfen kann? Sprech mich nicht an, wenn ich Gegner besiege. Hier zu tun gerade, Freund. Wie geht es dir? Hast du versucht, im See zu schwimmen? Irgendein Musikant hat die Höhle eiskalt werden lassen. Ah, verstanden. Die Stimmung hier ist auf dem absoluten Tiefpunkt an. Dann ist das vielleicht ein Dungeon, die Höhle. Der Hydersee. Gut, haben wir schon. Aber kriege ich jetzt hier die Gegner überhaupt platt? Ich glaube nämlich nicht. Hast du schon mit dem Prinzen gesprochen? Seitdem es eisig geworden ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sind das Zoras? Au. Jetzt habe ich den Kollegen gesehen. Na toll. Da muss ich halt jetzt echt aufpassen, dass ich im Wasser nicht baden gehe. Ich habe ein paar Beats verpasst, aber ist okay. Aber wie kriege ich jetzt hier die Gegner? Ja, vor allem die da zum Beispiel. Ah, da komme ich hin. Ach, da bin ich auch von der Seite hingekommen. Okay, gut. Ich nicht. Aber wie komme ich jetzt an den ran zum Beispiel? Die auch her hingeschwommen? Oh, komm mal her. Guck mal, hier bin ich. Hallo. Gut. Okay. Ich verhau mir zwar komplett den Beat, aber ich besiege die Gegner. Das ist okay. So, wo sind jetzt noch welche? Ich glaube, es sind nur noch so Fische übrig. Da ist einer. Ich glaube, das ist der letzte. Kann das? Ja. Den müsste ich jetzt irgendwie hierher lotsen. Ja, wie mache ich das denn? Ah, oh, der kommt! Er kam. Ist es random, wie der sich bewegt? Da kann ich ihn triggern, indem ich ins Wasser gehe. Alles war dumm. Oh, komm mal, komm her. Guck mal, hier bin ich. Nice. Keine Diamanten? Kein Diamant? Betrug? Und ist das so ein Raum, wo die immer wieder kommen, weil es kein kein so Clear-Raum ist? Ich teste es jetzt lieber nicht, indem ich rausgehe. Aber wir haben mehrere Höhlen jetzt hier vor uns. Einmal die da draußen, einmal die hier. Ich gehe jetzt erstmal in die, die ich gerade geöffnet habe, rein. Der Monster hatte das hier bei. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Wirbelattacke! Aber geht die überhaupt mit dem...
Kann nur von Link wird automatisch L zugewiesen. Link kann nun Ausdauer einsetzen, um seine Wirbelattacke aufzuladen und sie dann auf alle Gegner in der unmittelbaren Umgebung loslassen. Geht das auch mit dem Dings? Ach, das ist egal, ob ich das den Speer ausgerüstet habe, ja? Oh, das verbraucht ordentlich. Okay, aber das eine Flasche füllt komplett auf. Interessant. Okay. Unter dem Eis auf dem See befindet sich die Eishöhle. Aber um dorthin zu gelangen, muss man schwimmen können. Vielleicht könnte uns einer der Zoras dabei helfen. Gerüchteweise wird die Höhle im Nordwesten von Geistern heimgesucht. Ich hoffe, keiner der Zoras spaziert da hinein. Ah, dann ist dieser Prinz dahin gelaufen. Mir tropft das Wasser von der Decke. Okay, und dann geht's wieder von vorne los. Gut. Also müssen wir uns den Prinz angeln, der wahrscheinlich in diese Geisterhöhle hier reingelaufen ist. Ja, Mensch. Nee, das ist die... Der Prinz gehört jetzt uns, aber keine Sorge, wir werden uns gut um ihn kümmern. Wie? Okay. Ich glaube, ich darf gleich gegen die alle kämpfen. Reichen 5 Herzen dafür aus? Ich hoffe ja. Prinzi? Was tue ich, um den zu wecken? Ah, ich kann gar nicht mehr bomben. Ist das eine gute Idee? Nein. Wie kriege ich den da raus? Der Einzige, der redet, ist der in der Mitte. Ich kann ihn nicht wecken. Ich muss mit den Zoras reden wahrscheinlich. Ah, was könnte man hier tun? Ich glaube, aktuell kann ich hier nichts tun. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Quatsch mal mit denen. Ich habe ihn gefunden. Ja, der schläft. Ja, ich würde gerne. Ja, ich könnte mit Zoroflos ins Wasser. Hilf mir. Strand ist zu, aber das Allerbeste war immer in unsere Höhle abzuhängen. Ja, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ich sag dir Bescheid, wenn es wieder geht, aber es ist gerade schlecht. Oh, warte, ich kann das doch holen. Sehe ich jetzt erst. Wird nicht so wichtig sein, aber ich kann das doch holen. Was ist das? Ein neues Schwert. Rodonit Kurzschwert verfügt dem Gegner direkt vor dir je 1 Punkt Schaden zu und heilt ein halbes Herz für 5 besiegte Gegner. Okay, wir bleiben beim Speer. Aber interessantes Ding. Interessantes Ding, aber wir bleiben beim Schwert. Ja, aber wie wecke ich den denn jetzt? Das war doof. Warte mal. Ich muss doch gar nicht schwimmen, um dahin zu... Hä? Labert doch keine Scheiße. Ich kann da doch auch so rein. Das ist ein Dungeon. Okay, 5 Herzen. Riskieren wir es? Let's go. Dann der erste. Ich kann ja, wenn es knapp wird, ich mache mir halt echt Sorgen um meine Rubine. Aber andererseits kommt ja dann hier auch der Laden von dem Typen, ne? Und entsprechend kann man ja mal gucken. Okay, da komme ich jetzt, glaube ich, noch nicht ran. Nee.
da komme ich nicht ran. Ja, wahrscheinlich ist es wieder so abschnittsmäßig aufgebaut. Wie bei dem anderen auch. Gut, gehen wir mal hier runter und hoffen mal, dass wir überstehen und geschickt spielen. Wenn es zu knapp wird, werde ich halt versuchen, wieder zu fliehen. Wenn ich merke, das läuft nicht, dann versuche ich abzuhauen. Schauen wir mal. Da oben ist der Ladentyp. Okay. Komm ich da rein? Oh. Truhe. Kompass. Jetzt kann ich mir nämlich hier einfach alles holen. Und hab nicht mal viel ausgegeben. Nee, das Viech tut mir nichts. Hab ich schon einen Schlüssel? Nein, ne? Doch, ich habe einen Schlüssel, aber von woanders, nicht von hier. Das ist natürlich auch witzig. Also theoretisch kann ich jetzt rein, aber ich habe eigentlich den Schlüssel hier noch gar nicht gefunden. Oh, hier ist ein Raum. Nice. Da ist jetzt der eigentliche Schlüssel. Ich glaube, es geht in den Dungeons auch nicht darum, alle Gegner zu besiegen, sondern wirklich einfach durchzukommen. Oh mein Gott! Ist das aus Breath of the Wild so ein Dingsviech? Ich hab vergessen, wie sie heißt. Oh mein Gott! Okay, was immer es war, ich hab's besiegt. Damit haben wir den ersten Abschnitt geschafft. Das ging ja schon mal deutlich besser als beim anderen Mal, als beim ersten Mal. Ah, das Ding schiebt sich jetzt da durch. Jetzt kriege ich diese Stiefel. Ach so, und der Stein ist jetzt ja immer da. Das heißt, den ersten Abschnitt haben wir wirklich geschafft. Jetzt könnte ich mal gucken, reichen die Stiefel aus, um da drüber? Ich glaube nicht, weil ich glaube, es ist nur eine Lücke, die ich schweben kann, ne? Ich glaube, ich kann über eine Lücke schweben. Nein, es reicht! Oh, wie gut. Okay, cool. Nächste Stufe. Da ist schon wieder der Laden. Da ist ein... Okay, das war cool. So konnte ich den Schlüssel jetzt holen mit dem Schwebestiefel. Und was haben wir hier? Itemsicht. Fackel der Weisheit. Schlüssel nehmen wir einfach mit. Und das Ding haben wir schon mal. Okay. Bin jetzt mal so frei. Was gebracht. Oh, da ist der Magier. Komm mal her, Freund. Bevor du mir von irgendwo nochmal ins Gesicht springst. Ah, die Türme kann ich auch einfach besiegen.
nice. Ach, die Itemsicht, ich verstehe. Das ist eine Fackel, mit der ich sehe, was in den Truhen drin ist. Cool. Oh, Diamant. Und da gibt es eine ordentliche Truhe. Mit dem Ring drin. Aufpassen auf die Energie. Was ist das für ein Ring? Ich habe keine. Ich kann es halt einfach nicht lesen. Durchdringung, gut. Was hat man davor? Ich weiß es nicht. Gar keinen. Dann passt es auf jeden Fall. Oh, da habe ich eine Bombe einfach ausgelöst. Da komme ich ran, ja? Was habe ich jetzt? Flegel. Fügt ein Gegner im weiten Umkreis einen Punkt Schaden zu, während du dich bewegst. Nein, wir bleiben beim Schwer. Da ist die Truhe. Die Tour ist hier. Aber ich hätte gerne erstmal wieder volle Energie, ehrlich gesagt. Wir laufen jetzt nochmal da zurück. Und versuchen uns Energie zu holen. Bevor so Bossräumen habe ich schon Respekt. Nice. Es ist so angenehm mit dem Speer. Ich kann es nicht wiederholen. Ich kann es nicht wiederholen, ja. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist so gut. Es läuft so viel besser als in der D. Es ist überhaupt kein Vergleich. Was ist da für ein Pfeil jetzt übrigens? Da ist irgendwas. Da ist, guck mal, da ist ein blauer Pfeil jetzt aufgetaucht. Sagt er, wo ich hin soll? Achso, der sagt mir, wo die Tür ist. Ja, okay. Da wollte ich noch nicht rein. Hätte ich das nicht noch bei... Wäre es nicht besser gewesen, ich würde das alles aufräumen? Jetzt gehe ich lieber nicht mehr zurück. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Na, das hat ja viel gebracht. Also ich kann hier rüber. Ich kann da runter. Kann da hin. Ah, ich sehe es. So und so und jetzt komme ich hier runter. Aber wie komme ich denn an die Truhe da? Na gut, holen wir uns erstmal die da und dann sehen wir weiter. Großer Schlüssel. So, was ist hier? Da kann ich nichts machen. Kann ich die sprengen vielleicht? Ah! Okay, verstanden. Jetzt kann ich rüber zu der Truhe. Da sind Rubine drin. 50. Nice. Dann probiere ich mal ganz kurz, das Eis zu sprengen. Wir haben ja genug Bomben. Mach mal hier. Okay, jetzt sind wir wirklich nur einzelne. Kann ich die auch? Oh! Ah nein, habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Ja, habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Das hat ja die Ausdauer verbraucht. Haha. Ups. Okay. Aber müsst ihr nicht noch ein Dungeon-Item bekommen? Ornifeder, Turmschild oder Fanghaken? Wir hatten den Fanghaken ja schon mal. Der hat jetzt nicht so krass was bewirkt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Ornifeder. Ich meine, ich kriege am Ende eh alles. Es scheint 4 Dungeon-Items zu geben und man wählt halt die Stück für Stück aus. Weiß es ja auf jeden Fall. Was kann ich dann damit? Hochspringen und so gegnerischen Angreifen entgehen. Oh! Sehr, okay, den haben wir noch nicht, den Stoß nach unten. Den hatten wir in der Demo. Aber wir wissen, was das ist. So. Jetzt ist hier offen.
An das Herz muss ich gar nicht mehr rankommen, das haben wir schon. Jetzt weise ich erstmal die Feder hierzu. Und wir gucken uns das mal kurz an. Ach, das braucht auch Ausdauer. Haha. Natürlich. Wie könnte es anders sein? So. Wir brauchen Energie für den Boss. So gehe ich garantiert nicht zum Boss. Könnt ihr knicken. Ich komme jetzt an Energie ran. Wahrscheinlich hier. Oh, da ist auch wieder so ein Pfeilding. Habe ich hier irgendwas ausgelassen? Ein Tool da habe ich ausgelassen. Ich bin ja einer. Ach, das sind die Schuhe, die... Ja, okay. Wir haben aktuell die Schwebedinger, aber die sind eh fast kaputt, die Schwebedinger. Kann ich die auch hergeben. Da ist noch eine Truhe. Ein Ring. Sichere Sofortbomben. Komme ich an diese Truhe da ran? Hä? Was war das jetzt? Ach, das macht einmal Eis und einmal Wasser. So komme ich an die Truhe. Das war eine Fake-Truhe. Nein, was? Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Upsi. Ja gut. Hilft nichts. Wir wollen ja eh einmal sterben. Okay, einen Schlüssel können wir uns auch gleich kaufen. Alles andere brauchen wir hier nicht. Aber die Rubine. Ach, um die ist es ärgerlich. Na gut. Was soll's? Was soll's? Hauen wir den Boss um. Jetzt sind wir ja voll. Jetzt sind wir voller als voll. Ach Mann. So ein Käse. Ich grüße dich, Träger des Triforce. Mein Name ist Octavo und Hyrule gehört jetzt mir. Wenn du etwas dagegen hast, kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Ich warte auf dem höchsten Turm von Schloss Hyrule auf dich. Du wirst aber alle vier magischen Instrumente brauchen, um mich zu erreichen. Nun werde ich dir mein erstes Instrument der Macht vorstellen. Kraft des Wassers, lasse deine Eiseskälte durch meine Oboe fließen. Oboe. Welcher Gegner könnte das werden? Alles klar. Gut. Es sind ja immer Anspielungen auf bekannte Namen. Also auf bekannte Gegner. Aua. Schauen wir mal, ob wir sowieso gestorben werden beim Boss. Ich kenne ihn ja noch nicht. Ah! Wollte auftauchen. Da! Den hole ich mir jetzt aber. Achso, man kann ihn nur einmal treffen. Und dann geht er wieder weg. Okay. No! Das trifft trotzdem. Das ist ja frech. Komm ich runter? Ja, ein Drama. Nein, ich bin doof. Aber wenn die mal Herzen droppen können. Nein, ich bin doof. Das war super knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Der hat nochmal richtig losgelegt am Ende. Ich war mir unsicher, ob ihr das noch gut geht. Aber Glück gehabt. Heieieiei. Vor allem hätte das ohne das gekaufte Herz nicht funktioniert. Alles richtig gemacht. Wir wären so oder so hier gestorben. Okay.
Du hast die Oboe erhalten. Eine mächtige Magie geht von ihr aus. Sie könnte dir dabei helfen, Octavo aufzuhalten. Gut. Ein Viertel. Ja, du hast eines von Octavos Instrumenten besiegt. Dann sind jetzt nur noch drei übrig. Nice. Aber wie ich jetzt den Typ da aufwecke, weiß ich trotzdem nicht. Oder kann ich den jetzt mit der Oboe aufwecken? Ah, das ist übrigens ein interessanter Sprung. Kann aktuell nichts machen. Da muss es irgendein anderes Item geben, keine Ahnung. Irgendein anderes Item muss es da geben. Wie auch immer. Oh. Achso, wir waren ja tot. Jetzt ist alles wieder da. Okay. Es ist halt schade um die Rubine. Klar. Aber was willst du machen? Wo hatten wir denn die 200 Rubine her? Ich überlege, ob die wieder da sind. Ich weiß es nicht mehr. Aber was wir festgestellt haben... hier gibt es eh nichts. Also brauche ich auch nicht alle Gegner besiegen. Und was wir auch festgestellt haben, diese... Soldat, diese Rittermonster sind gar nicht so krass. Und die kann man schon mal machen. Das heißt, wenn wir beim nächsten Mal da beim Strand, wenn wir die angehen. So, Diamant. So, ich mache nur noch kurz die Truhe hier und dann hören wir auf. Gut, was war hier eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen. War das der Giftdings? Aber den kann man ja nochmal machen, ne? Ne, das war gar nicht der Giftdings, das war was anderes. Aber auch das kann man ja alles nochmal machen. Das ist ja dann nützlich, weil... Erstens gibt es Rubine. Zweitens gibt es Diamanten. Zwei sogar, weil ich gut war. Und hier ist ein Schild. Hier ist einfach mal ein besserer Schild. Wind und stärkere Angriffe. Vielleicht auch sogar Feuer, so Feuerkram. Das wäre cool. Geschützter Sprung. Na gut, wir hatten eh noch keinen Ring. Schade, ich dachte, der gibt vielleicht nochmal was. Aber die war nicht so. Ah, ich bin verwirrt. Jetzt nicht mehr. Guck mal, hier ist was. Achso, da hat das Wasser angefangen. Okay. Ja gut. Coole Schache. Schache. Coole Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt speichere und beende, wo ich dann starte beim nächsten Mal, aber ich werde jetzt speichern und beenden. Du könntest dann einfach rausfinden, weil da schmeißt mich direkt einfach raus. Er fragt gar nicht nach, ob ich das wirklich will. Wo starte ich jetzt? Hier. Und zwar dann so, dass auch hier wieder alles in Ordnung, alles wieder von vorne los. Tatsache. Okay, also der speichert nicht die Räume. Gut. Gut, gut, gut. Alles klar. Aber ansonsten ist das alles noch wie gehabt. Also es ist nicht wie wenn man sterben würde, sondern bis auf dass man alles verliert, ist es wird alles resettet. Gut. Dann passt die Geschichte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bin sehr begeistert von dem Spiel. Es macht wirklich Spaß und es läuft so viel besser als in der Demo. Ich bin zwar ein paar Mal gestorben, also im Hardcore-Modus wäre es vorbei gewesen. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Den Hardcore-Modus, das wäre schon, das wäre nichts für mich. Aber so macht es Spaß. Und ich hoffe, euch macht es auch beim Zuschauen Spaß. Ich werde jetzt hier erstmal die Aufnahmesession beenden. Das reicht nämlich. Und ja, sage... Tschüss!